Ja, Stefanie Sanders, herzlichen Glückwunsch zur schwedischen Meisterschaft. Das muss eigentlich, wir sagen du, ja? Ja. Das muss ja dein größter Erfolg sein, sportlich bisher, ne? Ja, ist es. Also ist echt sehr cool. Ja, doch ist der größte Erfolg. Und kannst du mal so erzählen, wie du nach Schweden gekommen bist? Also als ich das gehört habe, dachte ich, Stefanie, habe ich ehrlich gesagt deinen Namen noch gar nicht so wahrgenommen. Ja, also ich war ja in den USA und dann in Deutschland, genau. In Freiburg. Und da lief so la, immer ein bisschen Schwierigkeiten, auch mit dem Trainer mal. Also wie es halt so ist, lief halt nicht perfekt. Und dann wollte ich sowieso ins Ausland, dann hat sich das halt ergeben hier. Und aber das ist ja nicht irgendein Club, sondern der schwedische Top-Club wollte dich haben. Ja, mein Berater ist, der wohnt in Schweden tatsächlich. Und dadurch kam das dann auch zustande. Also. Ja, war echt gut. Und das Jahr, wenn du so zurückblickst, jetzt ist 22 Spiele vorbei. Du hast auch eine wesentliche Rolle gespielt. Ja, natürlich hätte man noch gern mehr Spielzeit gehabt, aber da war echt eine gute Saison. Also richtig cool, auch mit so vielen erfahrenen Spielern. Also kann man echt richtig viel lernen. Und das Spiel in Piteå, meine ich. Ja, doch, das war cool. Ja, das ganz war mal erzählen. Ein gutes Spiel. Du hast zwei Tore gemacht, genau. Und eigentlich da habt ihr da ja die Meisterschaft dann auch gewonnen. Ja, genau. Ja, doch, das war echt cool. Also ich wusste tatsächlich selber auch gar nicht, dass wir schon an dem Tag gewinnen können. War dann umso schöner natürlich, wenn ich da mit zwei Treffern helfen konnte. Und jetzt wird richtig gefeiert? Also wir haben schon ein paar Mal gefeiert, aber ich denke heute nochmal. Und wie geht's dann bei dir weiter? Habt ihr schon gesprochen über das nächste Jahr? Oder also bis Sommer habe ich noch Vertrag. Bis Sommer, okay. Ja, genau. Und mal schauen. Also noch nichts gesprochen oder so. Mal gucken. Ja, vielen Dank. Ja, danke schön. Viel Spaß noch.